Bevor ich Energieberater wurde, habe ich manchmal auch als Elektriker gearbeitet. Oder wie man bei uns hier sagt, geschafft. Damit es schneller ging, hat man da verbotenerweise auch mal was zusammengeschraubt, ohne die Sicherung vorher rauszudrehen. Ich weiß, das geht gar nicht. Würde ich heute auch definitiv nicht mehr machen. Naja, aber wie das halt so ist, da habe ich manchmal auch eine gewischt bekommen. Und eins sage ich dir, so ein Stromschlag ist echt sau unangenehm. Das ist damals so gewesen und das ist bei 100% Ökostrom heute auch nicht anders. Und dieser Ökostrom, der wird heute unser Thema sein, denn der Anteil von Strom aus erneuerbaren Energien, der aus unseren Steckdosen kommt, also Strom zum Beispiel aus der Sonne und vor allem aus dem Wind, der steigt seit Jahren stetig an. Kohle wird dagegen immer weniger gebraucht. Allerdings geht das alles noch ziemlich langsam voran. Und damit es schneller geht, könnte man ja einfach mehr Stromkunden von Ökostrom überzeugen. Denn wenn mehr Kunden Ökostrom kaufen und verbrauchen, dann muss auch mehr erzeugt werden, oder? Okay, aber was ist Ökostrom überhaupt? Und wann darf Ökostrom überhaupt Ökostrom genannt werden? Und wenn du schon Ökostromkunde bist, ist dann bei dir auch schon alles okay? Oder sollte man doch noch mal genauer hinschauen? Genau hinschauen. Das ist es, was wir in dieser Folge machen. Und eines ist vollkommen klar: Wenn dir diese Folge nur halb so viel Spaß macht wie mir die Vorbereitung dazu, dann, ja dann. Liebe Freunde der Sparkunst, in Deutschland gibt es über 1200 regionale und bundesweit tätige Stromanbieter. Und laut einer Recherche von Robin Wood, einer deutschen Umwelt- und Naturschutzorganisation, haben die allermeisten von denen mindestens einen Ökostromtarif. Je nach Region haben wir allerdings nur eine Auswahl zwischen rund 90 bis 110 Stromanbietern. Das ist so, weil die meisten Anbieter nicht bundesweit aktiv sind, sondern nur eine gewisse Region mit Strom versorgen. Aber ist der Ökostrom von diesen Anbietern immer gleichwertig, also gleich grün oder gleich öko? Und ist es dadurch vollkommen egal, welchen Anbieter ich wähle? Robin Wood hat sich im Ökostromreport 2020 genau mit dieser Frage beschäftigt. Das Ergebnis: Es gibt scheinbar nur 10 überregional tätige richtige Ökostromanbieter. Nur 10 richtige von 1200? Das wäre ja jetzt wirklich nicht viel. Und was bedeutet eigentlich richtige? Gibt es auch falschen Ökostrom? Bevor wir uns anschauen, wie Robin Wood zu diesem niederschmetternden Ergebnis kam, klären wir erstmal, was ein Ökostrom überhaupt ausmacht und ob es da womöglich auch Unterschiede in den verschiedenen Ökostromangeboten gibt, die für uns als Stromkunden relevant sein könnten. Also zunächst mal musst du wissen, dass Ökostrom kein geschützter Begriff ist. Prinzipiell kann man jeden Strom Ökostrom, grünen Strom, Naturstrom oder sonst wie nennen. Tja, und so gesehen ist Braunkohle und Plutonium ja auch irgendwie Natur. Aber im Ernst, ganz allgemein bezeichnet man mit Ökostrom den Strom, der aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Und das ist wiederum keine wirklich neuartige Erfindung. Den gibt es schon fast so lange, wie es Strom zu kaufen gibt. Um genau zu sein, seit 1880. Damals ging nämlich in England das erste Laufwasserkraftwerk der Welt in Betrieb. Und in den Jahren und Jahrzehnten danach ging es dann Schlag auf Schlag. Die ersten Wasserkraftwerke nahmen auch in Deutschland, in Österreich und der Schweiz ihren Betrieb auf. Aber bis auf die Wasserkraft sah es dann in den folgenden 100 Jahren ziemlich schwarz aus für Strom aus erneuerbaren Energien. Und zwar im doppelten Wortsinn. Bei der Stromproduktion war schnell klar, dass die Kohle eine Hauptrolle spielen wird. Mit Ausnahme der Sackgassentechnologie Kernkraft, die seit Jahrzehnten eine eher überbezahlte Nebenrolle spielt, hat die Kohle in der Stromproduktion zumindest in Deutschland im Sinne der Versorgungssicherheit damals wie heute einen hohen Stellenwert. Aber die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass das nicht unbedingt so bleiben muss. Im ersten Halbjahr 2020 wurde die bundesdeutsche Stromproduktion erstmals zu mehr als 50% durch die erneuerbaren Energien gedeckt. Sonne, Wasser und vor allem die Windkraft haben es erstmals geschafft, über die Hälfte unseres jährlichen Strombedarfs zu decken. Diese Nachricht hat viele Menschen extrem gefreut und zusätzlich motiviert. Die Bereitschaft, dem Klimawandel was entgegenzusetzen, war gefühlt noch nie so groß wie momentan.
Und vielleicht stehst du ja auch gerade vor der Entscheidung, zu einem der rund 1200 Ökostromanbieter zu wechseln. Und damit dir das etwas leichter fällt, helfe ich dir ein wenig, dich im Ökostrom-Dschungel zurechtzufinden. Als erstes möchte ich die Frage klären, wie grün Ökostrom denn überhaupt ist. Und das, ihr Lieben, das kann ich euch sagen, war schon die erste Herausforderung in der Vorbereitung dieser Folge. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Quellen für die ökologische Bewertung von Strom. Und schon mal gar keine, die jährlich fortlaufend geführt, die alle Stromerzeugungsarten umfasst und dazu auch noch öffentlich zugänglich wären. Nach ein paar Stunden Recherche und mit Hilfe meines Netzwerks ist es mir aber dann doch gelungen, zumindest 5 Quellen ausfindig zu machen. Die waren zwar teilweise nicht mehr ganz so frisch und eine kam auch aus der Schweiz, aber durch die Nutzung aller Quellen war es zumindest möglich, die Umweltwirkung der wichtigsten Stromerzeugungsarten zusammenzutragen. Als Bewertungskriterium für die Umweltwirkung habe ich mich für den CO2-Ausstoß in Gramm pro Kilowattstunden Strom entschieden. Dieses Kriterium hat einen direkten Bezug zum Klimaschutz und ist gut zu verstehen. Ich hätte alternativ auch zum Beispiel den Primärenergiefaktor nehmen können, aber davon gibt es gleich mehrere, wodurch er extrem erklärungsbedürftig und schwer zu verstehen ist. Dann gibt es noch Untersuchungen, die über den CO2-Ausstoß hinaus auch weitere Umweltwirkungen durch die Verwendung von sogenannten Umweltbelastungspunkten berücksichtigen. Die hätte ich am allerliebsten genommen. Die Datenlage ist hier aber noch viel schlechter und daher bin ich letztendlich beim CO2 geblieben. Und da sich die CO2-Bewertung von Quelle zu Quelle leicht unterschieden, sind die nun gezeigten Zahlen entweder welche, für die es einfach nur eine Quelle gab und für die es mehrere Quellen gab, habe ich entweder die aktuellsten Werte oder die Mittelwerte aus den vorhandenen Quellen ermittelt. Und los geht's. Wenn man alle Kilowattstunden sämtlicher Stromerzeugungsarten, die in Deutschland verbraucht werden, zusammenrechnet, kommt man für diesen sogenannten Strommix auf einen Ausstoß von rund einem halben Kilogramm CO2 pro Kilowattstunde. In diesem Mix enthalten sind natürlich alle verwendeten Stromarten und die verursachen teilweise deutlich mehr, aber teilweise auch deutlich weniger CO2-Ausstoß als der Strommix. Fangen wir mal mit denen an, die deutlich mehr CO2 verursachen. Das sind erwartungsgemäß die Stromerzeugungsarten, die auf der Nutzung der fossilen Energien basieren. An erster Stelle der Kohle. So verursacht eine Kilowattstunde aus einem Steinkohlekraftwerk einen CO2-Ausstoß von 788 Gramm pro Kilowattstunde. Und das von einem Braunkohlekraftwerk emittiert sogar 1015 Gramm und damit ziemlich genau das Doppelte wie der deutsche Strommix. Die Braunkohle nimmt damit mit Abstand den allerletzten Platz sämtlicher Stromerzeugungsarten ein. Durchaus überrascht hat mich die Bewertung von Strom aus Blockheizkraftwerken, kurz BHKW, beziehungsweise der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung, kurz KWK, bei der man bei der Verbrennung von Öl oder Gas nicht nur Wärme, sondern gleichzeitig auch Strom produziert. Bei Erdgas-BHKWs liegt der CO2-Ausstoß mit 572 Gramm immer noch schlechter als der Strommix. Und ein Diesel-BHKW bläst mit 774 Gramm fast so viel CO2 wie ein Kohlekraftwerk in die Atmosphäre. Es ist also nicht ganz unberechtigt, wenn man bei dieser Technologie von einer reinen Übergangstechnologie spricht, die zumindest in Verbindung mit den fossilen Brennstoffen keine große Zukunft hat. Schon etwas besser kommt das Erdgas in sogenannten Gasdampfturbinen, auch GUD-Kraftwerken, weg. Hier liegt der CO2-Ausstoß mit 363 Gramm momentan noch deutlich unter dem Strommix mit 505 Gramm. Momentan sage ich deshalb, weil der Ausbau der erneuerbaren Energien in Zukunft dazu führen wird, dass auch der Strommix besser sein wird als alle gezeigten fossilen Stromerzeugungsarten einschließlich der Erdgaskraftwerke. Und das liegt auch daran, dass die nun folgenden Ökostrom-Varianten alle deutlich besser sind als die bisher gezeigten. Selbst die schlechteste Ökostrom-Variante, das Biogas-BHKW, liegt mit einem CO2-Ausstoß von 88 Gramm um den Faktor 6 besser als der Strommix. Die Photovoltaik liegt mit 39 Gramm sogar um den Faktor 13 besser als der Mittelwert in Deutschland. Und es geht noch besser. Die Wasserkraft unterbietet mit 23 Gramm den Strommix um den Faktor 22. Und die absolute Spitze beim CO2-Ausstoß mit zwischen 6 und 12 Gramm pro Kilowattstunde erzeugtem Strom ist die Windkraft. Das ist eine Verbesserung sage und schreibe um den Faktor 42 bei Anlagen auf dem Land und Faktor 80 bei Offshore-Anlagen.
Was zeigt uns das? Aus dem Vergleich lässt sich leicht erkennen, dass wir mit jeder Kilowattstunde Strom, die wir anstatt aus fossilen Quellen, aus erneuerbaren Energien beziehen, tatsächlich einen immensen Einfluss auf unseren CO2-Ausstoß haben. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und den mittleren CO2-Ausstoß für alle fossilen und alle erneuerbaren Energien ausgerechnet. Gewichtet nach ihrem Vorkommen in Deutschland im Jahr 2019 kamen die fossilen auf einen mittleren CO2-Ausstoß von 740 Gramm und die erneuerbaren auf 32 Gramm pro Kilowattstunde Strom. Die Antwort auf die Frage, um wie viel besser Ökostrom gegenüber den fossilen Stromvarianten ist, lautet daher: Ökostrom war im Jahr 2019 um den Faktor 23 mal besser als die fossilen und immer noch 16 mal besser als der Strommix in Deutschland. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du beim Wechsel von einem Strommix-Tarif mit deinem CO2-Ausstoß um den Faktor 16 besser werden kannst. Ein Wechsel zu Ökostrom ist dadurch eine fantastische Möglichkeit, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verbessern. Und das häufig sogar ohne nennenswerte Mehrkosten. Denn die Ökostromtarife kosten in vielen Fällen gar nicht mehr als ihre Strommix-Alternativen. Heißt das jetzt, dass du einfach zu irgendeinem Ökostromtarif wechseln kannst und alles ist gut? Das sollte man zumindest meinen, oder? Leider ist das nicht ganz so einfach. Zwar sollte da, wo Ökostrom draufsteht, auch Ökostrom drin sein. Aber bei genauerer Betrachtung ist nicht jeder Ökostromanbieter gleich Ökostromanbieter. Hier gibt es deutliche Unterschiede. Und um diese Unterschiede sichtbar zu machen, gibt es bei der Bewertung der unterschiedlichen Anbieter von Ökostrom folgende drei Kriterien zu beachten und zu prüfen. Erstes Kriterium: Als wahre Ökostromanbieter gelten nur die, in deren Stromkennzeichnung 100% Ökostrom ausgeschrieben sind. Ist das nicht der Fall, handelt es sich um irgendeinen Strommix, in dem auch Ökostrom enthalten sein kann, aber nicht um einen reinen Ökostrom. Wenn du das Ziel haben solltest, die Energiewende zu unterstützen, Finger weg. Zweites Kriterium: Der Anbieter darf eigentumsrechtlich auf gar keinen Fall mit Unternehmen der Kohle- und Atomwirtschaft verflochten sein. Denn viele dieser Firmen haben zwar ein 100% Ökostromprodukt mit eigenem Tarif oder sind Tochterfirmen eines Stromkonzerns, die Ökostrom nur unter einem neuen Namen vertreiben. Dabei handelt es sich dann um klassisches Greenwashing und bewusste Täuschung von uns Verbrauchern. Auch hier gilt also: Finger weg von solchen Mogelpackungen. Drittes Kriterium. Der dritte Punkt ist meines Erachtens sogar der wichtigste von allen. Und zwar geht es um die Frage: Fördert der Stromanbieter aktiv die Energiewende? Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn ein Teil der genutzten installierten Kraftwerksleistung nicht aus schon bestehenden Anlagen, sondern aus Neuanlagen stammt. Oder der Anbieter investiert einen festen Förderbetrag von zum Beispiel 0,5 Cent pro Kilowattstunde direkt in den Ausbau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen und damit direkt in die Energiewende. Dieses dritte Kriterium ist deshalb so wichtig, weil wir ja nicht bei 50% Deckung durch Ökostrom stehen bleiben wollen und auch nicht stehen bleiben dürfen. Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss weitergehen und zwar so zügig wie irgendwie möglich. Und mit dem Kauf eines nach den drei beschriebenen Kriterien gewählten Ökostroms tragen wir aktiv dazu bei, dass der Anteil der erneuerbaren Energien schneller wächst. Also auch wenn du bereits einen Ökostromtarif hast, ist es dennoch sinnvoll nachzuschauen, ob dieser den drei Kriterien bereits entspricht. Falls nicht, ist es im Sinne der Energiewende durchaus sinnvoll, nochmal zu wechseln. Bleibt noch die Frage zu klären, warum es gegenüber den Ökostromtarifen teilweise große Vorbehalte gibt und deren Nutzen häufig sogar angezweifelt wird. Das hat unter anderem mit den schon erwähnten Greenwashing-Methoden von einigen Stromkonzernen zu tun, aber auch mit dem Umstand, dass die Herkunft des grünen Stroms für uns als Verbraucher nicht immer so ganz einfach nachzuvollziehen ist. Der Strommarkt funktioniert nämlich bei den allermeisten Ökostromanbietern so, wie unser Beispiel hier zeigt. Die Energieversorger, die uns mit Strom versorgen, beziehen diesen Strom in der Regel von der Strombörse. An der Strombörse werden rund 99% des gesamten in Deutschland verkauften und verbrauchten Stroms gehandelt. Der an der Börse gehandelte Strom ist übrigens der schon mehrfach erwähnte Strommix. Darin enthalten sind sämtliche vorhandenen Stromerzeugungsarten, sowohl die fossilen und die Kernkraft, als auch die erneuerbaren. Von Braunkohle bis Windkraft ist also alles dabei.
Wenn man sich nun als Verbraucher für einen Ökostromtarif entscheidet, wird in 99% aller Fälle der Strommix vom Energieversorger durch einen Herkunftsnachweis oder ein Zertifikat zu Ökostrom gemacht. Die für diesen Ökostrom verwendeten Zertifikate stammen in Deutschland meist aus Wasserkraftwerken in Norwegen und Österreich. Und dazu gibt es nun zwei Sichtweisen, wie man das bewerten kann. Sichtweise 1. Je mehr Menschen Ökostrom kaufen, desto mehr Ökostrom muss auch produziert werden. Und dann ist es grundsätzlich egal, ob der Strom nun aus dem Windrad um die Ecke kommt oder aus Norwegen. Sichtweise 2. Man kann es auch so sehen, solange es noch genügend Strom aus Wasserkraft in Norwegen und Österreich gibt, den man mit entsprechenden Zertifikaten zu Ökostrom in Deutschland machen kann, wird durch den so verkauften Ökostrom keine einzige zusätzliche Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien erzeugt. Ich persönlich tendiere eher zur Sichtweise 2 und empfehle daher Ökostrom, bei dem im Preis ein halber Cent in die Investition von Neuanlagen fließt, wie das zum Beispiel auch bei den von Robin Wood empfohlenen Versorgern der Fall ist. Und damit wird auch langsam klar, warum Robin Wood aus den 1200 Ökostromanbietern nur ganze 10 Anbieter herausgefiltert hat, die den eben definierten Mindestanforderungen entsprechen. Glücklicherweise gibt es tatsächlich deutlich mehr als nur diese von Robin Wood identifizierten 10 Anbieter, wenn man auch regionale Anbieter mit einrechnet. Denn der Ökostrom-Report von Robin Wood berücksichtigte nur die bundesweit tätigen Ökostromanbieter. Besteht uns also eine durchaus ausreichende große Anzahl von ordentlichen Ökostromanbietern zur Verfügung. Und das ist ja erstmal eine ganz gute Nachricht. So, haben wir es geschafft? War's das jetzt oder was? Nein, das war's noch nicht. Es gibt nämlich noch eine weitere Entwicklungsstufe, die du als Stromverbraucher erreichen kannst. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann geht das, indem du darauf achtest, dass du deinen Strom direkt ohne Umwege über die Strombörse beziehst. Das sieht dann so aus, wie hier zu sehen. Das ist möglich, wenn man nicht zu den 99% gehören will, die über die Strombörse vermarktet werden. Bei dem verbleibenden 1% kommt der Strom nämlich ohne Umwege über die Strombörse direkt von einem oder mehreren Ökostromerzeugern über den Stromversorger bis zu dir in die Wohnung. Wenn genau das dein Wunsch sein sollte, dann kannst du einfach auf das grüne Stromlabel achten. Das grüne Stromlabel existiert bereits seit 1998 und ist damit das älteste Ökostromlabel mit der anspruchsvollsten Zertifizierung, das es gibt. Die Liste der zertifizierten Anbieter überschneidet sich dann auch teilweise mit den empfohlenen Anbietern von Robin Wood, beinhaltet darüber hinaus aber auch noch weitere, auch regional tätige Ökostromanbieter. Den Link zur Anbietersuche von grüner Strom findet ihr in der Videobeschreibung. Und haben wir es jetzt? Nee, haben wir nicht. Es geht immer noch einen Schritt direkter, und zwar, wenn man den Stromversorger einfach auch noch weglässt. Ich gebe zu, ich hatte davon vor der Recherche für diese Folge keine Ahnung und war selbst überrascht. Aber seit 2017 kann man seinen Ökostrom in Deutschland auch hardcore-mäßig direkt vom Erzeuger kaufen, und zwar ohne zusätzlichen Umweg über ein Stromversorgungsunternehmen. Rein theoretisch könntest du auf diese Weise deinen Strom sogar direkt von der Solaranlage in deiner Nachbarschaft kaufen. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man die an der Direktvermarktung teilnehmenden Wind- und Photovoltaikanlagen in kleine Leistungspakete, also in kleinste Häppchen, aufteilt und an die Stromkunden verkauft. Klingt erstmal umständlich und kompliziert, ist es in der Praxis aber gar nicht. Denn es gibt Anbieterplattformen, die den ganzen komplizierten Kram für dich übernehmen, ohne dass du was davon merkst. Für uns als Stromkunden ändert sich im Prinzip nichts, außer dass wir Kunden von einem Stromproduzenten anstatt von einem Stromanbieter sind. Und man muss auch definitiv keine Angst vor Stromausfall haben, wenn mal nicht die Sonne scheint oder der Wind weht. Die ersten, die eine solche Direktvermarktung angeboten haben, war die Plattform Anyway. Seit 2017 ermöglicht Anyway kleinen privaten Stromerzeugern den direkten Stromverkauf an Endverbraucherinnen. Anyway selbst ist kein Stromanbieter, sondern übernimmt für die kleinen Erzeuger lediglich den Papierkram und stellt über eine Internetplattform den Kontakt zwischen Kunden und Erzeugern her. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen wie Airbnb für Strom.
Die Idee dazu war scheinbar so gut, dass sie inzwischen schon in ähnlicher Form kopiert wurde. Eine Liste von weiteren Direktstrom-Vermarktungsplattformen findest du in der Videobeschreibung. Schreib mir, wenn ich eine vergessen haben sollte. So, das waren jetzt eine ganze Menge an Infos. Ich fasse nochmal die vier wichtigsten Punkte zusammen. Ökostrom ist fürs Klima um den Faktor 16 besser als der bundesdeutsche Strommix. Aber Ökostrom ist nicht gleich Ökostrom. Wenn man den richtigen beziehen will, muss man darauf achten, dass der Strom zu 100% aus erneuerbaren Stromerzeugungsanlagen kommt und zusätzlich, dass mit dem Strompreis, den du zahlst, der Ausbau von erneuerbaren Anlagen gefördert wird. Wenn du sicher gehen willst, dass dein Strom nicht über Umwege und undurchsichtige Zertifikate zu dir ins Haus kommt, kannst du dir beim grünen Stromlabel einen 100% Ökostromanbieter suchen oder du schaust in den Ökostromreport von Robinhood. Eine sicher gute Alternative dazu ist die Wahl eines regionalen Ökostromanbieters über ein Direktvermarktungsportal, wie gerade vorgestellt. Und damit, liebe Freunde der Sparkunst, wären wir am Ende unserer Ökostrom-Folge. Ich hoffe, ich habe am Anfang nicht zu viel versprochen. Vielleicht konnte ich dich ja davon überzeugen, dass ein Wechsel zu richtigem Ökostrom eine extrem sinnvolle Sache ist. Ich selbst habe zu Hause schon seit 20 Jahren richtigen Ökostrom und jetzt habe ich mir vorgenommen, meinen Vermieter meines Büros davon zu überzeugen, zu einem Ökostromtarif zu wechseln. Drückt mir die Daumen. Also, worauf wartest du noch? Mach mit und werde auch du Teil der Energiewende. Es gibt kaum eine einfachere und günstigere Möglichkeit, Klimaaktivistin zu werden. Und wenn du diesen Schritt gegangen bist, dann erzähl's deinen Freunden, Kolleginnen, Nachbarn und all denen, die du kennst. Ich wette, die meisten werden von der Idee begeistert sein und einige werden sogar vielleicht mitmachen. Also, noch ein allerletztes Mal zum Mitschreiben. Hol dir Ökostrom, weil heißer Scheiß, euer Energiesparkommissar. So, Feierabend.